So, wir sind ja jetzt gewechselt von ein bisschen mehr Action zu unserem Basisübungsmodus hier im Park. Und wir möchten euch hier in diesem kleinen Film vorstellen, wie wir miteinander üben, wie wir uns im Üben austauschen und wie die Qualität unseres Übens auch die Art und Weise gestaltet, mit der wir dann ins Unterrichten gehen. Mit anderen Worten, wie wir zusammen üben, ist, was wir auch dann als Prozess unterrichten. Und dann stellt sich auch die Frage, was tun wir eigentlich? Erstmal könnte man sagen, zuhören. Wir versuchen, dem Geschehen, dem anderen, uns selbst zuzuhören. Das Zuhören, chinesisch Tingjin, ist die zentrale Qualität, die man im Toishu übt. Denn Toisho ist nicht Kämpfen. Ja, wir schulen im Toisho die Wahrnehmung. Wohin geht der Bewegungsfluss? Und mich mit diesem Fluss zu verbinden, ohne in den Widerstand zu gehen, aber auch ohne dich aufzugeben. Von außen sieht das ruhig aus. Es ist einerseits ruhig, aber ich kann auch sagen, dass so die Neuronen bei uns beiden, die haben schon Überstunden. Da geht richtig ein Feuerwerk im Inneren ab. Ja, aber echt. Und es ist ein Feuerwerk, das ich beobachte, ja, wo ich schaue, dass ich mich nicht davon ergreifen lasse, was immer wieder passiert, so wie jetzt gerade. Und dann entsteht halt ein Push. Und diese Push oder andere Technik entspricht gerade der Energie, die in dem Moment im System läuft. Ja, und dabei ist es egal, was es für eine Geschwindigkeit hat. Das heißt, im Toisho, was häufig langsamer geübt wird, wird die Zeit etwas ausgedehnt oder eben mit etwas mehr natürlicher Dynamik. Ja. Es gibt bei uns beiden immer wieder Momente, wo wir jeweils merken, ich bin im Geschehen und ohne mich zu verlieren, kann ich wirklich mitgehen, zulassen, akzeptieren. Ja, und dieses Mitgehen ist ein Mitgehen, das im Ganzen stattfindet. Das heißt, es geht nicht die Hand, es geht nicht die Berührung mit, sondern es geht der ganze Körper, der ganze Geist, der ganze Mensch verbindet sich mit mir, mit meinem Gegenüber und mit dem Raum, der mich umgibt. Und dadurch entsteht ein ganzes Gefäß, in dem die Bewegung fließt und in dem, wenn eins sich bewegt, alles sich bewegt. Oder es klappt dann nicht mehr so gut und daraus entsteht dann ein Push. In diesem Moment bin ich noch im Flow.
Und jetzt hörst du nicht mehr, sondern fängst an zu fragen. Ups. Und jetzt geht es wieder in den Raum. Und im Gegensatz zum Üben im Park arbeiten wir hier mit geteilten Rollen. Das heißt, einer gibt einen Input und der andere versucht das, den Tai-Chi-Prinzipien folgend, zu neutralisieren und zurückzuspielen. Ein wichtiger Faktor dabei sind meine eigenen Emotionen. Angst spielt da oft eine Rolle oder das, was aus Angst entsteht. Übermut, manchmal auch Ärger. Ich beobachte alles, was geschieht und damit auch die Emotionen. Und wie in der Meditation versuche ich, die Dinge loszulassen und mich wieder mit dem Ganzen zu verbinden. Vielleicht nimmst du auch einen kleinen Schritt, weil ich schreite es ein klein bisschen mit. Ja. Ah! Ja, und auch in dynamischen Üben üben wir nicht kämpferisch, sondern partnerschaftlich. Wie man hier sieht. Da bist du ein bisschen im Stocken geraten oder die Energie floss nicht. Und da floss es sehr schön. Hier, Giles, bist du dabei, den Arm in die Länge zu lassen. Das könnte ein Hebel werden, aber du bleibst in Verbindung. Gibt also keinen Hebel. Zuhören, zuhören, zuhören. Und jetzt antizipiere ich den Push und beginne, hier in den Rückzug zu gehen. Und ich brauche nur den Raum zu füllen. Da hätte ich bei dir einen Hebel, aber du gehst schön mit dem ganzen Körper mit und ich bin raus. Das war fast die schöne Frau am Webstuhl. Jawohl. Da setzt du den Hebel an. Ich schaffe es mit den Hüften mitzugehen, drehe den Kreis um. Okay. Also wir üben hier, dass wir Hebel entstehen und wie wir die in der Verbindung neutralisieren können, dass sie eben nicht wirksam werden. Da bin ich blockiert, du hast mich. Jetzt schaffe ich es in den Hüften, im Quad besser loszulösen und Push. Ja. Das habe ich. Nochmal. Wow, voll reingerannt. Zur Partnerarbeit gehört auch, wenn du gepusht bist, dann ist es mal so. Auch in diesem Moment. Zulassen, akzeptieren und lernen.
und immer wieder von Sekunde zu Sekunde Geduld zuhören. Und wenn ich den Push, den ich bekomme, akzeptiere, lerne ich davon genauso viel, als würde ich selbst pushen.